Ja, hallelöle Freunde, die nicht wissen, wie eine Waschmaschine funktioniert und denken wahrscheinlich, ach, eine Badewanne macht's auch oder 7 Tage hält die Wäsche schon irgendwie frisch. Zum Landromat-Simulator, irgendwie jetzt gerade ein bisschen modern geworden. Wir haben jetzt einige Spiele, die halt einen Waschsalon darstellen sollen. Und der Landromat-Simulator ist gerade frisch hier auf Steam erschienen. Für 12 bis 13 Euro könnt ihr dieses Spiel erhaschen. Link ist unten in der Videobeschreibung. Und die Bewertungen sind größtenteils positiv. Ist auch erst gerade bei Steam jetzt unter den Neuheiten, ich sag jetzt mal, sehr beliebt, auch wenn es nur 30 Rezensionen sind. Das heißt, so oft wurde er nicht gekauft. Aber trotz alledem, wir gucken uns das gemeinsam an und ihr könnt schauen, ob es ein Spiel für euch ist. Bevor wir loslegen, 2 kleine Tipps. In Sachen Option, Auflösung. Maximale Auflösung ist 3840x2160. Das heißt, im besten Falle synchronisiert bzw. macht das mit eurem eigenen PC auch. Geht auf Einstellung, Bildschirm und stellt die gleiche Auflösung ein. Es kann sein, dass solche Spiele dann halt irgendwie einfach abstürzen oder erst gar nicht starten. Macht's einfach. Ich mach's bei den Spielen immer, wo ich merke, oh, es funktioniert nicht. Dann ist meistens wirklich die Auflösung das Maximum, wie hier bei 3840 und ein paar zerquetschte. Ansonsten könnt ihr es auf Deutsch stellen. Wir haben mal Hauptlautstärke, wir haben die Musiklautstärke, die habe ich jetzt ein bisschen leiser gemacht, die können wir ein bisschen lauter machen, wenn wir wollen, die ist eigentlich ganz entspannt. Grafikeinstellungen gibt es keine großartigen, aber ich würde mal sagen, wir legen los, starten wir ein neues Spiel. So, da sind wir auch schon. Ladezeit von fast 1 Minute, auch geil, das mit einem neuen PC. Liebes Enkelkind, ach so, fängt die Geschichte wieder an. Das Leben ist wie ein Premium-Waschgang in einer neuen Desta-Maschine TM. Ein wirbelnder Strudel der saubersten und schmutzigsten Aspekte des täglichen Lebens. Auch schön gesagt, war. Mein Waschzyklus mag beendet sein, aber dein hat gerade erst begonnen. Ich überlasse dir diese bescheidene Wäscherei in der Hoffnung, dass du sie zu diesem sauberen Paradies gedeihen lässt, das sie immer sein sollte. Mein einziges Bedauern ist, dass ich nicht dabei sein kann, um es mit dir zu erleben. Ich werde über dich waschen. Ich werde über dich wachen von oben, nicht waschen. Ach, Mann, Opi. Ach, Mann. Okay, hier sind wir auch schon. Wie gesagt, kleines Tutorial. Grafik ist süß. Ist wirklich irgendwie süß gemacht, die Grafik. Also wie gesagt, wir haben natürlich jetzt hier, können wir unter Optionen gehen, nicht viele Möglichkeiten. WOV. Ah, okay. Können wir natürlich ein bisschen näher machen. Wir können ein bisschen weiter weg machen. Wir lassen es so ein bisschen auf dem Standard. Ansonsten, ja, haben wir jetzt hier nichts in Sachen Grafikeinstellungen. Speichern können wir jederzeit. Standort können wir wechseln. Keine Ahnung, was das heißen soll. Vielleicht mehrere Läden. Und das ist der feine, schöne Salon. Herzlich willkommen. Opa muss uns hassen. Alter Falter. Was haben wir denn Opa getan? Okay. Hebe den Müll auf. Wie machen wir das da? Ah, einfach mit E. Können wir noch mehr davon aufheben? So. Okay. Gut, gibt es jetzt hier kein Maximum? Das ist, finde ich jetzt gerade sehr nett. Weil wir haben langsam die Zeiten hinter uns gebracht, wo alles so, oh, so Sisyphus-artig ist und wie das Einzelne machen müsste. Das finde ich ganz cool. Wir haben zwar einen Müllbeutel in der Hand. Das ist auch ein Fehler, ich weiß es nicht. Aber wir haben den Müllbeutel in der Hand und der ist quasi nicht voll. Wir machen jetzt hier einfach alles gemütlich weg. So, süße. Sieht doch nur noch halb so scheiße aus. Ach, hier ist noch ein Becher. Auf der anderen Seite auch noch. Nee, hier haben wir noch ein bisschen Müll. So, und jetzt müssen wir die Mülltonne finden. Die ist hier. Oh. So. Nein. Hallo. Ach, scheiße, der Kampf mit dem Müll. Oder haben wir hier eine Mülltonne? Oh, warte mal, was ist da? Ah. Ach, guck mal, hier haben wir noch mehr Müll. Ach, Opi, ey. Was hast du hier nur gemacht? 44, da haben wir alles. Oh, was ist das? Ein Buch. Ah, hier. Okay, haben wir. Lagern Sie die kaputt. Ach, die sind auch noch kaputt. Ach, Opa, du bist aber wirklich der Allerbeste. Was machen wir damit? Objekt bewegen. Lagern Sie die kaputten Geräte in Ihren Inventar. Gegenstand platzieren, Gegenstand speichern. Ah. Auch ganz entspannt hier. Haben wir. Öffnen Sie den Inventar, um Tab zu drücken. Muss ich das auch hier? Ach, keine Ahnung. Ach, ja, einfach. Ja. Wir machen das schon. So, wie viel Geld habe ich? Oh, ich habe nur Dollar. Läuft da richtig gut. Öffnen Inventar mit der Tab-Taste. So. Was sollen wir dann machen? Verkaufen Sie die kaputten Geräte. Ah.
Wie? Ach hier, verkaufen. Oh, ach egal, wir verkaufen einfach alles. Die müssen ja nicht irgendwo sitzen. Neue Gegenstände kaufen. Kaufen Sie die Fast King Maschine. Wir kaufen nur eins erstmal. Okay, wo kaufen wir? Wann? Achso, bestimmt am PC hier. Weiter. So. Hier. Ah, Kundenrezeption gibt es auch. Die Seite Finanz. Achso, okay. Ja, wir klicken mal hier rauf. Ja, Möbel. So, Secondhand, Fast King Trockner. Push it to the limit. So, dann kaufen wir uns aber auch Möbel. Können wir uns keine Möbel kaufen? Oh. Okay. Gehen wir jetzt, achso, hier. So, wo sind die jetzt? Draußen. Im Karton gepackt. Naja, immerhin, auch wenn sie gebraucht sind. Einmal. Hab ich die jetzt? Ja, aber die sind bestimmt im Inventar, deswegen. So. Ja. I don't know. So, sehr schön. Öffnen Sie den Laden. Geht der Maschine sammeln? Okay. Braucht der nicht noch irgendwie was zum Sitzen? Also mal gucken, kriegen wir noch einfach zum Sitzen hier? Natürlich jetzt doof. Ah, hier. Guck mal. Ein Klappstuhl. Eimer. Lichtschalter. Klappstuhl. Nachttisch. Wozu brauche ich einen Nachttisch? Hä? Der Tag schon vorbei oder was? Warte mal. Hier, Fernseher. Zack. Zack. Gibt es auch noch so einen kleinen Tischlein? Das wäre auch noch ganz süß. Hier wird es wahrscheinlich immer teurer. Ich will ja was Günstiges haben hier. Keine Ahnung. Hier, was zum. Da, Kommode. So. Wir machen das Ding richtig schön hier. Ja, wir machen gleich Open. Aber ist lustig gemacht. Hier einfach nur öffnen, dann ist im Inventar drin. Also nichts mit Schleppen oder so. Finde ich sehr schön. So. Machen wir das mal. Da muss Platz sein. Objekt bewegen. Mal drehen. Shift Raster. So. Du, der wird mir irgendwann danken dafür. Okay, gut. Du. Passt schon. Hier. Gibt's ja noch einen Stuhl. Viel Spaß. Der Laden ist offen. Mit E. Okay. Ha! Ich hätte voll Bock hier auf alle Fälle meine Wäsche zu waschen. Ah. Keine Ahnung. Packen wir einfach jetzt hier hin. Sieht ja auch ganz nett hier aus. Sehr schön. Was soll hier frei sein? Keine Ahnung. Interagieren. Ach! Okay. Gezählte Menge. Na, da ist doch der Erste! Die Erste, Verzeihung. Ich weiß nicht, was sie sein wollen. Genau. Ist zwar der Trockner, aber ist egal, oder? Ist, glaube ich, der Trockner. Ja, setz dich einfach da hin. Kannst du Fernsehen kicken? Guck mal hier. Soll ich die Fernseher anmachen? Schön. Das ist. Ja, du, ich hab nur eine Waschmaschine, bitte hinten anstellen. Warte mal, können wir vielleicht noch mehr Stühle hier hinbasteln? Öffnen Sie den Laden, Geld Maschine sammeln, Geld zählen, okay. Gut, ich würde mal ein bisschen vorgreifen. So, nehmen wir mal davon drei. Landromat. Oh, sind aber teuer. So. So, okay. Zufrieden? So. Oh, ist aber geil gemacht. Ist aber süß. Gut. Komm gleich wieder. Nehme ich
vielleicht auch ein bisschen mehr. Ich weiß jetzt nicht, ob die Stühle vielleicht gut sind zum generellen Warten, wenn die warten, dass die alle mit der Wäsche fertig sind. So geil mit dem Stuhl. So. Ah, da rappelt's im Karton. Der ist aber neu. Stimmt. Der war auch teuer. Der war nicht günstig. So. Sehr schön. Bisschen versetzt, komischerweise. So. Sehr schön. Gut. Basteln wir mal ein paar Stühle hin. Kann man erkennen, dann kann man hier richtig schön sitzen. So. 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 Ich weiß zwar jetzt noch nicht. Achso, der will ja sitzen. Ja, ich weiß aber nicht, wie der Fernseher funktioniert, mein Freund. Kann ich ihn einfach jetzt. Stell ihn einfach jetzt hier hin. Obwohl, warte mal, wir können ja auch Folgendes machen. Hier, guck mal. Da könnt ihr ja schön gucken. Das ist toll. Also, wie Billo willst du eigentlich sein? Darf ich den Stuhl kurz mal wegnehmen? Der kommt da nämlich hin. Geil. Gut, jetzt sammeln wir mal unser ganzes Geld hier ein. Weiß gar nicht, wie voll kann das eigentlich werden? Ich habe gar keine Ahnung. So, dann können wir das nämlich hier hinpacken. So, ey, guck mal, das ist doch... Also, wer verbringt nicht gern seine Zeit jetzt hier? So, Geld sehen. Na, guckt euch das an. Alter, wir sind ja reich. Was haben wir am Ende? Alter. $100 schon? 100! Oh, nee, $11. Ja. Okay. Geld abliefern. Einfach wie was abliefern? An wen sollen wir es dann abliefern? An die Bank hoffentlich. An Opa. Ich wache über dich, weil die Kamera wahrscheinlich nicht da drin ist. Ja, und nun? Achso, warte mal, muss ich... Ach, warte mal, muss ich vielleicht die Box mitnehmen? Sagen können. Also, ich komme mal nicht drauf klar, dass Opa ein Arschloch ist. Also irgendwie, Entschuldigung, ich weiß, man soll nicht über Tote reden, falls er überhaupt tot ist. Das weißt du ja auch nicht. Er hat ja auch gesagt, das ist ein wunderschöner Laden, den er hier hat. Aber irgendwie ist Opa komisch. Aber ansonsten, ey, ich finde das Spiel irgendwie sehr witzig. Knuffig gemacht. Das wird nur spannend sein, wie viel Geld ihr quasi in so einer Waschmaschine sammeln könnt, Maximum. Ich würde natürlich jetzt nicht immer das Geld nehmen. So, betret ihre Wohnung, schlafen sie zwischen 21 und 7 Uhr morgens. Wo ist denn meine Wohnung? Da lang? Ja, bestimmt Hinterhof. Bestimmt beim Laptop. Ah, nee, nebenan. Ah, süß gemacht. Eine Tür. Oh, das ist aber da. Oh, das ist aber eine traurige Wohnung. Oh, das ist ein trauriges Bett. Das ist ein trauriges Leben. Opa tot, bestimmt in dem Bett gestorben. Kriegt, ach, ich fange nicht mehr an. Man kann sich nicht mal aus dem Fenster stürzen. Gerade mal die erste Etage. Gut. Ich glaube, das war eigentlich auch schon gewesen. Oh, hoppla. Das war schon das Tutorial gewesen. Kurz, knackig, schön. Gaming ist lustig. Gaming ist easy peasy, einfach von der Hand. Aber guck mal, die sind glücklich. So sieht Freude aus beim Waschen. So, jetzt haben wir mal ein bisschen Geld hier ein. Ha. Können wir mal gucken, was wir vielleicht den Kunden Gutes tun können. Nee, aber wie gesagt, es sollte ja mal ein kurzes, knackiges Video sein. Ich find's cool. 13 Euro, ja, muss man immer wissen. Aber, du, gibt's Schlimmeres. Also ich verstehe vollkommen die größtenteils positive Rezension. Geht gut von der Hand, macht irgendwie Spaß. Welche Stapelkorb? Ich weiß gar nicht, ein Stapelwäschekorb nützlich für viele Kunden. Leute, kaufen wir den doch. Ja.
Achso, gibt's auch noch günstiger. Naja, egal. Wechselautomat. Oh, das ist natürlich auch geil. Wollen wir das da? Retro-Trockner. Und hier wird's alles jetzt ein bisschen teurer. Möbel Russ. Lichtschalter, ich weiß nicht. Kaktus. Ein Eimer. Uhrzeit. Können wir auch noch kaufen. Ah. Oh, shit. Renovieren. Geil, wir können sogar renovieren. Können wir uns das nicht leisten? Okay, kommt später. Also machen wir es hier, wie gesagt, unseren Kunden ein bisschen gemütlicher, indem wir jetzt zum Beispiel hier das da aufstellen. Das ist cool. So. Aber war das jetzt der teure hier? Ach, ist egal. Wahrscheinlich. So. Tick-Tack. Zeit läuft ab. Und ein Wechselmat haben wir auch. Wo wir der jetzt sind? Achso, ich dachte, der wird jetzt gerade in mein Büro. So. Was ist das hier? Wahrscheinlich, warte mal. Kann ich mir gut vorstellen. Wir müssen das Kleingeld erstmal da reinpacken. Das sind wahrscheinlich interagieren. Wir müssen erstmal die Münzen sammeln. Wir haben unsere Münzen jetzt abgegeben. Bestimmt bei der Bank oder so. Okay, das hat noch nicht geklappt, aber ich denke mal, nehmen wir uns jetzt nur hier mit. Dass wir die 100 Pro erstmal in unsere Box reinmachen müssen. Wahrscheinlich, ich weiß es jetzt nicht. Ja. Ja. So, einmal mit der linken Maustaste gedrückt. Oh, jetzt läuft aber der Rubel. Da merkt man, der war nachts über wahrscheinlich, aufgewesen, der Laden. Oh. Digi, läuft bei mir. Ich find's irgendwie witzig. Ich muss wirklich sagen, ich bin gerade ein bisschen fasziniert. Eigentlich die Idee ist so simpel. Süß gemacht. So. Sehr schön. Jetzt nehmen wir uns die Box. Ich gehe mal zur Bank. Das war auch schon gewesen, Freunde. Also in meinen Augen, ja, 12, 13 Euro ist vollkommen in Ordnung. Oh. Aber wie können wir darauf interagieren? Ah! Da sind wahrscheinlich von Hause aus Münzen drin. Jetzt verstehe ich das erst. Deswegen. Wir beobachten das einfach. Ich denke mal, wir können darauf interagieren, wenn wir halt da Geld holen können. Ruhig Scheine oder so, weil es ja eigentlich so ist, dass die dann Leute die Scheine reinschmeißen können oder was anderes und dann in kleine Münzen geben können. So, das müssen wir halt immer zur Bank bringen. Auch nicht schlecht. Okay, auch ein bisschen was anderes. Freunde, das war es eigentlich auch schon gewesen. Also mein Fazit ist, ich kann voll und ganz nachvollziehen, dass die Rezensionen so gut sind. Es ist ein einfacher, schön gemachter Simulator mit, ich sag jetzt mal, Witz und Humor mit Opa. Gut, das ist natürlich ein bisschen traurig, was Witze machen, aber ansonsten finde ich es vollkommen cool. Wie gesagt, auch wieder vielleicht so ein Simulator, da müsst ihr erstmal so ein bisschen am Ball bleiben, gerade auch hier so ein bisschen gucken, okay, den können wir uns zum Beispiel leisten, den holen wir uns auch mal, den können wir uns aktuell, glaube ich, nicht leisten, also wir können nicht ins Minus gehen, nee. Aber wir können es tun und so werdet ihr nach und nach euer Geschäft erweitern. Ganz easy eigentlich, ganz simpel. Und wie gesagt, auch ganz simpel von der Steuerung her. Nichts großartig mit auspacken, wir gehen einfach jetzt hier noch auf unser Inventar und packen das zum Beispiel jetzt einfach erstmal hier hin, warte mal. Komm, machen wir mal woanders hin. So. So, sehr schön. Geil. Also, Freunde, das war's gewesen. Link zum Spiel ist in der Videobeschreibung. Da gibt's auf alle Fälle eine weitere Folge oder weitere Folgen. Mir gefällt's ehrlich gesagt sehr, sehr gut. Und wir sehen und hören uns. Und macht's gut. Auf Wiedersehen. Und Tschüssikowski. Ja, der Tag ist vorbei und es läuft weiter. Wie gesagt, da müssen wir mal gucken, wie das hier funktioniert. Oh, ich habe nämlich gar keine Ahnung. Keine Ahnung. Wird schon irgendwie gehen. Licht an. Licht. Licht aus. Licht an. So, Freunde, wir sehen uns. So, in unser trauriges Zimmer wieder gehen. Na gut, die Inventarsachen sind halt eigentlich eher für euch gedacht. Warum hab ich eigentlich... Ah, gut.
Opa wird schon wissen, was er gemacht hat. Er wacht ja über uns. Achso, Freunde, by the way, jetzt auch nochmal ganz kurz. Wir können den Standort wechseln. Hier ist ja gerade unser Standort. Guckt mal hier. Das ist unser kleiner feiner Laden von Opa in New York. Wir haben noch Läden hier, die wir kaufen können in Tokio. Das ist natürlich sehr geil gemacht. Rent können wir auch machen. Also wir können es quasi vermieten, dass da gearbeitet wird. Also Buy und Rent. Und in London. Also ich muss sagen, hat irgendwie was. Also wir können ein richtiges Waschimperium aufbauen. Das war Opa sein großes Ziel also gewesen. New York, London und Tokio. Mal gucken. Vielleicht kommt auch noch Berlin zusammen. Haut drin!